und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Random Heroes in der Gold Edition. Ich fange heute die 8. Welt an. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So, dann gucken wir doch mal, was uns in der 8. Welt so erwartet. Da war schon wieder ein Hündchen. 1. Dreimal und es gibt immer nur noch 3 Golddinger. Leider. Hätten sie ja mal ein bisschen aufstocken können. Ein bisschen aufstocken, aber was verlange ich hier schon? Ich gehe nochmal zurück. Was ist denn das hier? Nichts Besonderes. Ich dachte schon, wäre so ein Treibsand, der mich runterzieht. Weil ich wollte nochmal da nach oben. Und mal gucken, was da so abgeht. Hopp, 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 hopp. Alter. Junge, wie oft schießt ihr denn? Hä? Was war denn das für ein Trick? So. Gut, da waren nur Münzen. Die es auch sonst überall gibt. Junge, ich bin hier fast tot. Was geht denn hier ab? Oh, Hündchen. Ein Hündchen. Alter. Wie komme ich denn da hin? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Ich bräuchte mal ein krasses Medikit, ansonsten bin ich hier gleich weg. Ja, natürlich. Freilich. Ja, der macht mich gleich hier weg, Alter. Und noch so ein Kollege. Die funktionieren ähnlich wie diese... Genau. Diese Teile. Ich glaube, es wird ein bisschen anspruchsvoller. Nicht viel, aber ein bisschen. Ist er weg? Müsste eigentlich kaputt sein. Halt! Ah. Oh nein. Naja, egal. Ja, die Goldmünzen nehme ich natürlich trotzdem alle mit. Auch wenn ich wahrscheinlich das nicht mehr hinbekomme mit den 32.000. Schade eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, was man sonst machen soll. Die wollen ja sonst echt, dass man boost. Dass man den ganzen Kram hier richtig auflevelt. So. Ach, da muss ich vorsichtig sein, Alter. Ich habe nur noch einen Energiebalken. Und wenn der weg ist, bin ich weg. Aber hier gab es noch ein Medikit. Und Goldmünzen. Yeah. Stellt euch mal vor, da wären jetzt Stacheln gewesen und ich wäre da voll reingesprungen. Da hätte ich mich aber richtig geärgert. Geht's hier noch? Ach so, hier geht's weiter, ne? Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Das ist mir alles nicht so geheuer. Okay, da ist das Ziel. So. So, nächste Welt. Nächstes Glück. Uiuiui. Oh, da, ich bin gleich tot. Null. Was ist denn hier los? Ah. Ist er hin? Muss eigentlich schon hin sein, ja. So, dann versuchen wir mal hier unser Glück. Und gucken mal, was da hier so abgeht. So, der ist hin. Was gibt's hier oben noch? Alter, wäre ich ja fast K.O. gewesen hier. Ah, ein Medikit, sehr gut. Kann ich wieder meinen Schrott ausgleichen, den ich da gemacht habe? Ich schieße schon mal vorausschauend. Lol. Kommt da was? Noch so ein Viech. Alter, ich hab's nicht geschafft, ne? Ich hab's nicht geschafft, Alter. Da ist ein Medikit. So, ich weiß nicht, wann ich runterjumpen soll. Am besten hinter dem. Ja, alle Wege führen nach oben, würde ich mal sagen. Das heißt, ich gucke mal jetzt nochmal hier schnell, was hier abgeht. Ach, da
Das war knapp, Alter. Diese langen... Ja, normalerweise wäre ich eigentlich darunter gegangen, ne? Aber... dann doch die andere Seite genommen. Aber ich hole mir mal noch die Münzen. So viel Zeit muss sein. So. Dann einmal hier runter. Oh, knappe Sache. Schon wieder so ein Scheißding, ey. Schon wieder. Ah, hier sind Münzen. Gleich habe ich 10.000 und dann brauche ich noch dreimal so viel. Plus 2.000 extra. Geil, oder? Für die Waffe, die ich haben möchte. Ich brauche die nicht. Aber die wäre schon nice. So. Weiter geht's. Oh, das war aber schon wieder knapp, Alter. Zwei, drei, vier. So. Oh, ein Hündchen. Ein Hündchen. Komm her, ihr Hündchen. Ah, scheiß drauf. Als ob das noch irgendwas ändern würde, wenn ich jetzt diese paar Münzen von diesem Hund habe. Alter, was ist denn hier heute los? Geht's ja voll ab, ey. Kommt dauernd Gegner, ne? Vorne, hinten, seitlich. Da oben ist noch einer. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Sieht nicht so aus. 2, 3, 4, 5. Nee, also diese paar Münzen, die flashen mich jetzt wirklich nicht. Ich hätte mir gerne mal so einen Multiplikator gekauft, Alter. Ja, komm mal ran hier. Komm, 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 komm. Damit ich nicht mehr so ganz so viel sammeln muss von dem Kram. Dass man einfach sagt, okay, Multiplikator, kauf dir für 5.000 einen Multiplikator... der zweifach macht oder so, oder fünffach. Darf er noch träumen? Das wäre doch mal richtig geil. Aber es kommt alles anders. So, da hinten ist wieder irgendwas. Oben. Ach ne, oben. Unten. Und oben und unten. Ich treffe den nicht. Den muss ich von da irgendwie holen. 2, 3, 4. Einfach mal aufballern ein paar Mal. So, jetzt ist er weg. Zack, zack, zack. Machen wir es halt so. Geht ja auch. So, gibt es hier noch irgendwas? Nee. So. Also jetzt hier voll ab, Alter. So viel Gegner. Huch. Jetzt weiß ich auch, wie man diese 32.000 Münzen bekommt, indem man hier immer, indem man alle Gegner killt, die im einen Level vorhanden sind. Junge. So. Mich nochmal getroffen. Ich raste aus, ey. So. Gut, den haben wir gleich erledigt hier. So, noch einmal. Dann ist der hin. Junge, wann willst du denn das schießen, ey? Ich weiß gar nicht, ob ich die holen muss hier, die hier unten sind. Weil die sind mir ein bisschen strange.
Oh, Alter, da gab es ja eine Riesenexplosion gerade. Okay, da kann ich lang und da oben kann ich lang. Ich glaube, da oben, was ist denn da? Medipack. Medipack und eine Bombe. Die ist weg. Okay, okay, okay. So, zwei Balken habe ich. Piu, piu. Ah, ja, moin. Genau. Lol. Da gab es einen Doppelknall. Gab es da ein Medipack gerade? Sah so aus, ne? 2, 3, 4, 5. Weg ist er. Zack. Zack. Okay. Ja. Gut. Den habe ich. Welche Welt ist das jetzt hier? Level 5. Alles klar. Junge, was sind denn das für Gegner hier? Ach komm! Den trifft man nicht. Den trifft man einfach nicht. Mach's einfach so. Geht auch. Zum Kotzen. Und die schönen goldenen Münzen landen alle in Pika. Ich verstehe nicht, warum die alle runterfliegen. Die landen doch relativ in der Mitte. So, die sind auch wieder runtergeflogen. Ist mir jetzt aber wurscht. Wenn sie nicht zu mir wollen, dann sollen sie nicht zu mir. So. Hui! Ach, schön, wenn so viele Gegner kommen. Das freut mich immer. Irgendwas schießt von da hinten. Junge, der muss doch schon weg sein. Ich glaube, ich treffe den nicht. Aus irgendeinem Grund. Gucken wir nochmal. Ach, das ist so nah. Deswegen treffe ich den nicht. Deshalb ist das so. Mhm. Gut, dann haben wir das. So, 10.800. Und da ist schon wieder so ein Kollege. Alter, die hasse ich auch, ey. Warte mal, ich gehe mal kurz hier hin. So, dann haben wir den auch weg. Dann haben wir den hier weg. Komm, dreh die um. Zack. Ich sehe schon wieder nicht, was das mit den Sternen auf sich hat. Keine Ahnung. So. Level 6 von Kapitel 8. Junge, mach keinen Scheiß. So, den haben wir. Wo ist denn der Wauwi? Der Wauwi ist ja nicht mehr da. Tschu. Muss ich da oben nochmal hin? Na gut, die paar Münzen. Ja, da geht's doch nicht weiter, ne? Hier unten geht's weiter. Da ist der Wauwi. Und hier sind auch wieder Tröpfchen. Lange schon keine mehr gesehen. Noch ein Wauwi. Die hatte ich schon lange nicht mehr, die Truppen. Aber jetzt kommt, denke ich mal, alles auf einmal. Und Level 9
Nee, nicht Level 9. Warum sage ich denn eigentlich immer Level? Ich meine natürlich Welt. Welt 9 wird natürlich nochmal richtig krass. Eieiei. Na komm. Da ist wenigstens ein Medipack. Das nehme ich gleich mal mit hier. So. Da ist auch noch irgendwas. Noch mehr Münzen. Ja, aber ist immer noch zu wenig, ne? Ist immer noch zu wenig. Vielleicht wirft der Final Boss genug ab, dass man den nochmal 10 Mal killen kann oder so. Dass man sagt, okay, den macht man jetzt noch 10 Mal und dann hat man die 80.000 zusammen, sag ich mal. Aber wo ist keine... Wo ist keine... Das ist wirklich ein... Du wirst keine 10.000, keine 8.000 Münzen bekommen bei dem letzten Gegner, denke ich mal. Der wird dir vielleicht 500 abwerfen, maximal, wenn sie da ein Special eingebaut haben. Maximal! So. Ah, die werden schon echt umfangreicher, die Level hier, sag ich mal. Die sind schon ein bisschen knackiger, ein bisschen länger. Ja, ich bin natürlich wieder direkt reingesprungen, ich hält. Oh nein! Das war jetzt keine Absicht. Ich wollte da wirklich nicht runterspringen. Und ich spiele schon wieder mit dem Steuerkreuz. By the way. So. So Leute, dann würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal ein, wo es genau hier weitergeht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.